bitte ich Sie zu berücksichtigen, dass die in Bayern stationierten US-Streitkräfte einen wichtigen Beitrag zur Gewährleistung unser aller Sicherheit leisten. Angesichts der sicherheitspolitischen Herausforderungen, vor denen die NATO, Deutschland und die USA stehen, ist die Präsenz der US-Streitkräfte in Deutschland und Europa heute bedeutsamer denn je. Naja, das ist jetzt nicht irgendwie Botschaft aus der Ausnüchterungszelle, sondern das Zitat stammt von der bayerischen Staatsregierung, und zwar nicht aus dem Jahr 1961, auch nicht aus dem Jahr 1989. Nee, es wurde am 31. März unterschrieben als Antwort auf eine Eingabe von einem lärmgeplagten Bürger aus der Stadt Ansbach. Und jetzt kann man sich daran erinnern, am 10. März war ja der Staatsminister Dr. Huber zu Gast in Illesheim bei der Eröffnungszeremonie der Aufrüstungshubschrauber. Und er hat gesagt, ja, er will vermitteln zwischen den Interessen der Bevölkerung und des Militärs. Er will sich für Entlastung einsetzen. Und da sieht man die Halbwertszeit dieser Aussage, nicht einmal 3 Wochen. Und wieder wird ein Blankoscheck für die US-Armee ausgestellt. Und ich sag's wirklich in aller Ruhe, diese Staatsregierung vertritt nicht die Interessen der hier lebenden Menschen. Denn was hat denn die US-Interventionspolitik der vergangenen Jahre für unsere Sicherheit gebracht? Afghanistan-Krieg, Irak-Krieg, Libyen-Krieg. Diese Politik hat ganze Weltregionen, nicht Religionen, destabilisiert und Millionen Menschen in die Flucht geschlagen. Und das Ergebnis ist doch nicht mehr Sicherheit, liebe Freunde und Freunde, sondern das Ergebnis ist das Entstehen des Islamischen Staats, Chaos an der Levante und in Afghanistan und nicht enden wollende, sündhaft teure Militäreinsätze, auch der deutschen Bundeswehr. Und naja, möglicherweise ist die Regierung ja dankbar für die NSA-Spionage, die auch von dieser Kaserne aus betrieben wird. Und vielleicht erspart das Ausschnüffeln durch die US-Behörden der Merkel und dem Seehofer sogar Arbeit. Aber es liegt auf der Hand, CDU und CSU sind nicht fähig, eine Außenpolitik im Sinne der großen Mehrheit der Bevölkerung zu machen. Und die Menschen wollen nicht mehr Schlepptau der USA in immer neuen, kalten und heißen Kriegen werden. Und diese Einstellung teilen Anhänger aller relevanten Parteien in Deutschland, mit Ausnahme der AfD, wie eine aktuelle Umfrage zeigt. Denn die AfD, die wird ihrem großen Vorbild Trump sogar ins neue Wahlhall hinterherlaufen. Und die Bürger wollen eine souveräne Politik für Frieden und für Völkerverständigung. Und sie sprechen sich mit überwältigender Mehrheit für die europäische Emanzipation von den USA aus. Und liebe Freundinnen und Freunde, wir engagieren uns in Ansbach auch stellvertretend für den breiten Willen der Bevölkerung unseres Landes für Abrüstung und die zivile Umnutzung dieser Militärbasis. Denn ohne die Kriegsstützpunkte in Deutschland bräche das System der Intervention der USA im Nahen und Mittleren Osten zusammen wie ein Kartenhaus. Krieg beginnt hier, ihr seht es ja da drüben am Plakat, das ist in Ansbach keine Floskel, sondern seit genau 80 Jahren bittere Realität. Deswegen ist es an der Zeit, diese traurige Tradition von Kriegsverbrechen, die seit den Nazi-Bombern von der Legion Condor vor unserer Haustüre vorbereitet werden, endlich zu beenden. Und in unserer Stadtgesellschaft herrscht ja mit Blick auf die großen Chancen der zivilen Umnutzung Einigkeit. Zu Jahresbeginn wurde die Konversionsplanung für die Bartenkaserne im Stadtsüden eingeleitet. Der gesamte Stadtrat ist vom Konzept begeistert. Die Hochschule soll erweitert werden, bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden und attraktive Gewerbeflächen angeboten werden. Das Ganze ohne zusätzlichen Flächenfraß. Und so sieht Zukunft für Ansbach und die Region aus, liebe Freundinnen und Freunde. Die Aufrüstung mit 86 Kampfhubschraubern, trotz des Wissens um die Lärmbelastung und der Luftverpestung, hat nichts mit positiver Stadtentwicklung zu tun. Sie ist unverantwortlich. Wenn Bundesregierung und Staatsregierung dies begrüßen oder so aktiv befördern, dann haben die Wählerinnen und Wähler in unserer Region am 24. September es in der Hand, dieser Politik gegen die Menschen, gegen die Umwelt eine klare Quittung auszustellen, die die Politik auch versteht. Und wer die Aufrüstung unterstützt, der darf keine Stimme aus dieser Stadt bekommen, liebe Freundinnen und Freunde. Fakt ist, ein einziger Kampfhubschrauber verbraucht bis zu 4.800 Liter JP8 Kerosin pro Stunde. Summierend verpesten die Dreckschleudern unsere Luft stärker als der komplette in Ansbach angemeldete Fahrzeugbestand.
Angesichts des Klimakillers US-Militär erscheinen die städtischen Bemühungen für Luftreinhaltung als geradezu lächerlich. Fakt ist, Jahr für Jahr müssen die Steuer- und Abgabenzahler über 100 Millionen Euro für die US-Stationierung berappen. Und ich sage, dieses Geld ist besser angelegt für dringend notwendige Investitionen in Bildung und Soziales vor Ort. Fakt ist auch, die Stationierungsbefürworter haben keine Argumente mehr. Das US-Militär ist schlecht für die Gesundheit und Umwelt. Es hemmt die Stadtentwicklung und kostet die Bevölkerung Abermillionen. Mit der Wahl von Donald Trump sind die Zustimmungswerte zur Stationierung auf einen erneuten Tiefstand gesunken. Kein Wunder, dass bei den US-Armee-Angehörigen die Nerven blank liegen. Diese beschimpfen Ansbacher Bürgerinnen und Bürger auf Facebook, sie drohen ihnen unverhohlen und fordern sie zum Wegzug aus ihrer Stadt aus. Und eine Armeesprecherin hat sogar gegenüber der FAZ erklärt, Zitat, sie verstehe nicht, warum in der Region überhaupt noch Häuser gebaut würden, obwohl man doch von den Kriegsübungen der Kampfhubschrauber wüsste. Und liebe Freundinnen und Freunde, dieser Ausdruck von Besatzermentalität macht ganz klar deutlich, der Zielkonflikt zwischen Bürgerwohl und Militärinteressen auf der anderen Seite ist nicht lösbar, aber die Konsequenz darf niemals der Abzug der Bevölkerung sein, sondern die Konsequenz muss der Abzug der US-Armee sein, liebe Freundinnen und Freunde. Bravo!